So, dann wollen wir mal hier die Treppe hoch und sind wieder in diesem tollen Hallgrubenraum gleich. Jupp. Und gehen darüber, wo uns gleich schon die Krabbe erwartet. Ja, stirb am besten. So. Hier ist ein Kraut. Das kann gleich hier rein, genauso wie das. Oh, das habe ich das letzte Mal gar nicht gelesen. Hier steht, es ist besser zu geben als zu nehmen. Okay, was liegt hier? Noch ein Tattered Cloak, das kann ruhig mitkommen. So. Jetzt legen wir mal ganz frech die Fackel hier rein. Nehmen den Schlüssel raus. Trotzdem gehen hier die Türen auf. Aber diesmal habe ich wenigstens einen Rückzugspunkt, in dessen Richtung ich flüchten kann. Ja, weil das klappt doch schon mal viel besser als als gerade eben. So. Du kannst doch ruhig stehen bleiben. Du machst mir nicht so viel aus. Du hingegen solltest schnell sterben. So, und jetzt ziehen wir uns mal zurück. Hier hinter und schlafen eine Runde. Uff, das ging dieses Mal wirklich besser von der Hand als das letzte Mal, wo wir in der Ecke gedrängt wurden und gestorben sind, weil uns eine Krabbe von hinten die Magierin getötet hat und sowieso von Gift eingenebelt waren. So, das dürfte reichen. Dann wieder rein hier. Okay, es sind mehrere Kampfbrokkolis. Aber die sind schon relativ schnell eingefroren und erledigt mittlerweile. Ah, schöner Backstep. Und noch ein schöner Backstep. Ja, mittlerweile rentieren sich die Backsteps alles, allemal. So, haben wir jetzt Ruhe, um uns umzusehen. Haben wir schon mal Wingreaves, also Kettenhosen, gefunden. Ah, sehr schön, die kann er mal anziehen. Gucken wir mal, wer noch keine Lederhosen hat, sie. Und dann können wir uns mal hier in diesen aufgegangenen Räumen etwas umsehen. Da ist noch ein Heilkraut. Nein, sie ist nicht überladen. Hier ist auch nichts. Hier liegt was zu essen. Noch was zu essen. Auch nichts. Auch nichts. Nö. Nö. Nö.
Hinter den Ketten ist auch nichts versteckt, oder? Scheint nicht so. Nein. Nein, nein. Und da sind wir wieder bei der Fackel, die wir da drüben reingelegt haben. Also nö. Secrets ist hier keins. Dann können wir ja wieder zurück. Da kommen gleich die Falltüren. Vielleicht müssten die ersten Gegner spawnen. Oder auch nicht. Doch. So, wir haben den ersten Schlüssel. Den können wir gleich hier einsetzen. Und dann haben wir noch einen Schlüssel vor uns. Hier. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch mal kurz zum blauen Kristall zurück und tapsen den mal kurz an. Klick, so. Und gehen dann in die Deserted Tunnels, also in die verlassenen Tunnel, die eigentlich gar nicht so verlassen sind. Erstmal kurz hier umschauen. Heilige, ein Steinchen mitnehmen und was zu essen. Ah, sie ist fast überladen, deswegen verteilen wir mal das Essen und einen Bogen. Fackel kann mitkommen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, hier ist eine Druckplatte. Okay, die macht... Ah ja, das kriege ich auch noch einigermaßen. Was macht das hier? Das macht die Tür auf und zu. Okay. Kriegst du mal was zum Werfen in die Hand? Dann müssen wir das nämlich schnell machen. Das war nicht schnell genug. Die wieder aufsammeln. Das war wieder nicht schnell genug. Wow, ist das diesmal heftig. Jetzt haben wir es reingeschafft, aber wir sind... es gibt keinen Weg zurück. Sehr schön. Da liegt etwas. Ah, ich hasse die Deserted Tunnels. Und langsam sollten wir auch nicht unbedingt. Deswegen nehmen wir die Schuriken wieder zurück. Hier ist ein Einsturz, den wir schon eingezeichnet haben, und da steht ein Brokkoli bereits wartend. So. In den Deserted Tunnels ist Vorsicht besser als Nachsicht, weil hier willkürlich die Wände aufgehen könnten. Und ich sollte mal erst einmal mich etwas zurückfallen lassen. Wieder hier in den Eingangsbereich. Und neue Heiltränke. Für meine beiden Frontkämpfer machen. So. Das ist schon mal besser. Wieder Magie an. Dead End wegmachen.
Bis jetzt höre ich noch nichts. Auf oder zugehen. Wieder etwas Brot. Jetzt habe ich aber was gehört. Ich habe definitiv was aufgehen gehört. Da kommt noch ein Pilz. Aua. So, das war der Pilz. Und ja, ich bin gerade etwas still, weil ich horche, ob... braucht die gerade was zu essen? Ja, sie. Ob hier irgendwo was aufgeht. Das Schild ignoriere ich mal dezent erst einmal, was da lag, und gehe noch mal zurück, gucken, ob was aufgegangen ist. Nö. Jetzt geht aber was auf. Und zwar kommt eine Krabbe raus. Und da hinten ist noch ein Kampfbrokkoli. Das war verklickt. Ja. Und es geht noch mehr auf. Ah, noch eine Krabbe. Oh, das war ja die Ecke drängen. Für ein bitte, so, danke. Das ist weniger gut. Das war jetzt ein Mana-Trank, aber der musste es sein. Das waren zwei Krabben. Auch noch ein Giftpilz. Muss das sein? Und da ist immer noch der Kampfbrokkoli. Übel. Out of energy. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier. Chitinhosen. Sehr schön. So. Ich höre hier noch was rumlaufen. Ich ziehe mich mal kurz zum Anfang hier zurück und mache kurz eine Schnarcherrunde. So, das dürfte gerade reichen. Wenn hier noch was rumläuft, können wir es einfrieren. Oh, Milkweed, endlich mal. Und ein Schinken. Den kann sie gleich essen.
Ist hier was Interessantes drin? Nö. Schweres Schild. Macht Evasion plus 10, das macht Evasion plus 5. Dem seine Evasion ist eh nicht sehr hoch, der ist mehr auf Protection. Hier ist mal den Pilz. So. Deswegen brauche ich mir jetzt da. Ach, da bist du. Schöner Backstep. Ja, mittlerweile macht selbst meine Diebin sehr guten, meine Talisa sehr guten Schaden. Hast du was Interessantes zu bewachen gehabt? Nö. Nur eine Feuerpumpe. Und ich würde sagen, bevor wir diese Türe öffnen, speichere ich erstmal. Bis gleich.